Snapping, Dad, snapping! R4, wirf die Ersatzteile ab. Hier gibt es eine ungewöhnlich große Zahl an Föderationsschiffen, R4. Ja, mein Lord. Ich vertraue darauf, dass alles plangemäß verläuft. Aber gewiss doch, mit diesen Droiden haben weder die Republik noch die Jedi eine Chance. Du hattest wieder einen Albtraum. Jedi haben keine Albträume. Ich sah meine Mutter. Ich muss ihr helfen. Ich werde dich begleiten. Auf diese Weise kannst du mich weiterhin beschützen. Der Klingelton war geil. Ich hab dich so gesehen. Gab es in deinem Traum viel Sand? Ja, sehr viel, aber darum geht es nicht. Wir müssen nach Mos Espa. Ich muss mich vergewissern, dass es meiner Mutter gut geht. Ja, das war wirklich der Cantina-Sound gerade als Klingelton. Echt geil. Ich fand auch cool, mit den Ruinen hat niemand eine Chance gegen uns und die Dinger fallen alle auseinander, weil die alle mies zusammengeklemmt sind. Oh, ist das geil. Der Seed-Palast. Ah, oh, ist das geil. Warum ist das geil? Wenn ihr wirklich Star Wars Battlefront zweimal gespielt habt, es gibt eine Karte, da müsst ihr einen anrückenden Panzer abwehren und... Das sieht fast identisch aus. Fast. Also, echt geil gemacht. Wirklich wie im Film. Übrigens, nur ein kleiner Hinweis. Ihr seht, da ist ein Loch übrigens im Mantel. Ja, also hinten geht der doch so komisch zu und da ist ein Loch. Ja, das ist kein Grafikbug. Das ist Absicht. Weil wenn ihr eine Lego-Figur zusammensetzt mit Cape, dann faltet ihr das. Und damit ihr das Cape richtig falten könnt, haben die wirklich... geschnitten und es entsteht da ein Knick und ein kleines Löchlein. Deswegen, das sieht so aus bei Lego-Figuren, wenn die ein Cape haben. Nettes kleines Detail. Du hast übrigens die falsche Kleidung an. Bauchfrei gab es erst in der Arena. Vorher nicht. So, wie spielst du das eigentlich? Sammelst du alles ein oder folgst du mehr der Hauptstory? Ich habe gestern angefangen und ich bin unentschlossen, wie ich spielen soll. Ich folge ehrlich gesagt der Hauptstory. Hoppla, falsche Farbe. Ich folge mehr der Hauptstory, weil mir ist aufgefallen, ich glaube, es ist so gedacht. Ja, also ich habe versucht, in Episode 1... Am Anfang, da hatte ich das Ding noch nicht gestreamt, sozusagen einige Sachen mitzunehmen und habe festgestellt, es geht nicht, weil man die Charaktere noch nicht freigeschaltet hat, also die Spezialvarianten. Ich glaube, man soll später zurückkommen und dann Sachen zusammensuchen. Also ich spiele mehr die Hauptstory, auch wenn ich gelegentlich mal so einen Stein mitnehme, wenn es geht. Die Statuen sind kaputt und ich weiß nicht, wo ich mit der Reparatur beginnen soll. Könnt ihr helfen? Einige der Stücke fehlen. Aber vielleicht können die Einheimischen helfen, sie zu finden. Die Einheimischen? Aha. Wer hat denn die Statuen kaputt gemacht? Aber ich glaube, ehrlich gesagt, um deine Frage abschließend zu beantworten, Stefan, ich glaube, es ist vollkommen egal, wie du spielst. Hauptsache,
es macht dir Spaß. Entschuldigt, es ist einfach gut. Nur mal so, diese Vorform der Kampfläufer ist eigentlich ein Stück zu groß. Die sind kleiner in den Serien und auch in den Filmen. Aber sie passen zum Lego-Modell, nur mal so. Da sind sie auch so groß. Und ja, den Joker, der Held der Steine, er sei gegrüßt an dieser Stelle. Ne? Fantastische Abenteuer überall. Besonders auf der Rückseite. Von der Schachtel. Ich glaube, der hat das Ding hier noch nicht gespielt. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ob der jetzt hier die Dinger zusammenbauen könnte, ohne die passenden Steine. Er sagt ja immer von sich aus, er ist nicht kreativ. Er braucht eine Anleitung. Also, ich kenne ihn aber auch nur von seinen Videos her. Ne? Also, nicht, dass er denkt, ich wüsste jetzt mehr über ihn. So. Ah, hier taucht dieser Effekt auf, den ich sagte. Hier brauche ich, glaube ich, einen Kopfgeldjäger. Seid ihr hier, um den Kopf zu sehen? Woher wusstet ihr, dass ich ihn habe? Ich habe ihn durch völlig legitime Mittel erworben. Ehrlich. Oh, seht euch diese massive Goldbasis an. Aber nicht anfassen. Nein, nie. Alles gut. So, aber gut, hier kann ich nichts machen, falsches Symbol. Warum geht das nicht? Weil wir der falsche Charakter sind. Diese Spiegelung. Ich muss echt mal lesen, ob das Ding hier Raytracing hat. Es ist beeindruckend. So. Du hast die Deluxe-Edition, du hast schon Kopfgeldjäger. Ich weiß gar nicht, irgendwas war hier auch mit drin. Ich habe die Verpackung hier vor mir. Ah nee, klassische Charaktere. Und Stefan, danke für den Follow. Ich habe klassische Charaktere. Ja. Irgend so ein Lando anscheinend. War in der Box-Version mit drin. Für die Xbox. Ja. Also die Deluxe-Version habe ich mir nicht gekauft, weil ich war mir nicht sicher, ob man die oder ob ich die brauche. Weil ich weiß nicht, wie viel ich das Spiel nach der Story noch spielen werde. Sei mal ehrlich, ich kenne mich, ich bin immer mehr der Story-Spieler. Die haben das Spiel ja für Xbox speziell für Series rausgebracht und da ist auch das Raytracing. Ich gehe davon aus, dass es Raytracing ist. Ja, deswegen ja, es sieht verdammt danach aus. Es sieht nämlich verdammt nach Raytracing aus. Hier so, diese Spiegelung. Ja, der Lando, der... Wobei... Ich mag ihn wirklich. Also Lando mag ich, aber ich... Gut, wir kommen immer wieder zu Episode 7, 8 und 9, aber in 9 taucht er ja wieder auf und da wirkt sein Auftritt einfach aufgesetzt. Er ist zufällig an der richtigen Stelle auf dem richtigen Planeten, wo die alle hin müssen. 53 Euro hast du nur bezahlt. Mein Gott, das ist ja cool. 40 hast du. PC-Fassung beide? Oder habt ihr für Konsole? Weil ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. 60, 50, irgendwo in dem Dreh? Irgendwo dazwischen? Ich hab's aber auch schon bei Release gekauft. Ich war so dämlich und hab's nicht gespielt dann. Ja, warum? Weil wir in Elex festgehangen haben, PC. Ja. Das ist aber billig dann für die Xbox. Ja. Cool. 53, wow, für die Xbox. Cool. Richtig cool. Gut, aber ich wollte es als CD haben, weil ich nicht weiß oder nicht wusste, ob es mir gefallen wird. Und wäre da der Fall gewesen, dass es mir nicht gefallen hätte, dann hätte ich es wieder, ich sag jetzt mal, verkaufen, verschenken oder was auch immer können, ne? Was? Ungeheuerlich! Dieser Schlosser installiert dieses ausgefallene, passwortgeschützte Schloss an meiner Tür und geht dann, ohne mir das Passwort zu nennen. Und ich sage euch was, ich fahre sicher nicht in den Bezirk Usku, um es selbst zu holen. Man nennt mich nicht umsonst den hartnäckigsten Mann in Thede.
Vielleicht kann ich es, wenn sie mich endlich zum Meister gemacht haben. Hm, naja. Glaube ich nicht. Du brauchst noch dein C3PO. Ja, PC ist deutlich günstiger als Konsole. Ja. Wobei, man müsste es wahrscheinlich mal wirklich ganz massiv ausrechnen, ob diese Aussage stimmt, ne? Die Hardware beim bei der Konsole ist ja billiger im Vergleich zur Hardware des PCs. Allerdings hat die Konsole dann jetzt wiederum Folgekosten mit Gold, wenn man das braucht, beim Online-Spielen und so weiter. Also kurzum, man müsste mal wirklich ausrechnen, ob das effektiv stimmt mit dem, ist billiger oder teurer. Allerdings auch zu sagen, das Einzelprodukt ist wirklich teurer auf der Konsole, immer. Ne, da merkt man halt, es scheinen mehr Leute für Konsolen zu kaufen. Können wir ein bisschen mehr Geld rausziehen. Aber für mich hier ist es einfacher, auf der Konsole zu streamen. Also der PC würde wahrscheinlich das Programm ohne Raytracing auch können. Grafikkarte kann kein Raytracing bei mir. Er könnte es wahrscheinlich auch ohne Probleme, aber ich sag mal so, es ist leichter abzugreifen, wenn ich es von der Konsole mache. Deswegen, da habe ich es auch mit den Einstellungen nicht so sehr und muss nicht so viel herumexperimentieren und so weiter und so fort. So, wo muss ich denn hier eigentlich hin? Warum renne ich denn hier durch die halbe Stadt? Die übrigens sehr schön ist. Ich mag Seeds so sehr. Ich mag ganz Naboo. Mich beschäftigt immer noch, wie die Reittiere der Gangens hießen. Verdammt nochmal. Bei Star Wars Galaxies hatte ich das als Standardreittier. Daher weiß ich, das war, glaube ich, irgendwas mit G. Aber ich habe vergessen, wie diese Viecher hießen. Verdammt nochmal. Ach, wenn man in der Lore nicht zu tief drin ist und lange auch nicht drin ist, dann vergisst man leider sehr viel. Was macht denn dieser Twi'lek hier? Mein Fensterputzer hat mir von einem Turm in Theed erzählt, der ein Fenster hat, in das man nur mit Sprengstoff reinkommt. Ich kundschafte ihn seit Wochen aus. Da ist etwas in dem Turm, das sich zu stehlen lohnt. Das verspreche ich dir. Mein Fensterputzer irrt sich nie. Warum denn stehlen? Ich habe aber keinen Sprengstoff. Ich habe nur ein Lichtschwert und das reicht nicht. Oh, kein Raytracing. Okay, danke, danke. Und übrigens, du hast Glück gehabt, dass der Bot das jetzt nicht gesperrt hat. Weil bei Punkten und Links sozusagen ist er meistens immer ein bisschen sensibel. Aber hat ja geklappt. Trotzdem kein Raytracing. Überrascht mich. Dann sind die Spiegelungen verdammt gut. Ich würde mich definitiv viel sicherer fühlen, wenn die Wachen den GAP auf der Hauptstraße in Ordnung bringen würden. Dann würden die Kampfdroiden schon sehen. Niedergemäht vom eigenen Panzer. Padme kann das? Aber wie kommen wir da hoch? Wie kommt Padme jetzt da hoch? Moment. Die hat Sprengstoff? Mal gucken, irgendwie auf das Ding hier. Ah, hier geht's. Drück mal O oder so. Ja, wir gucken mal. Wir müssen erstmal an die richtige Stelle kommen. So, hopp. Was? Hier sind da mal die Tunatoren. Okay, es ist, leichter als geglaubt. Was? Sagte er und kriegt's nicht hin. Warte mal. Uff. Okay. Es ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. Es ist wirklich Suche und Finde. Ah. Gut gefallen. Oder so. Ja. Es war überraschend. So. Eine wahre Kostbarkeit. Er ist Jedi, überlebt das. So.
Wie er auch hier rumsteht. Heroisch. Sehr schön. Nur ein bisschen grimmig. Mein Kollege leitet Zielübungen, um sicherzustellen, dass wir auf eine Rückkehr der Kampfdruiden vorbereitet sind. Wie gut seid ihr? Braucht ihr Training? Es gibt Preise für die besten Schützen. Was kriechen hier? Okay. Gerüchte kaufen. Was? Okay. Ich habe den Eindruck, man kann in diesem Spiel viel mehr machen, als ich bisher dachte. Ich wollte doch nur ein bisschen Star Wars Flair. Oh, wow. Ja. Gut. Hä? Warum? Ach, 15. Hä? Das kann ich noch nicht aktivieren. Ach, weil ich das noch nicht habe. Entschuldigung. Ich dachte, das hätte ich schon. So, jetzt können wir. So. Gleich mal ein bisschen upgegradet. Aber ich habe den Eindruck, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist. Man kommt auch so ganz gut durch die Welt. Wir müssen noch ein paar Tasten eliminieren. Nur so viel für alle, die jetzt hier neu dabei sind. Ich habe es gestern schon erwähnt, als wir es gespielt haben. Mir fehlt die Sendung Boba Fett. Das Buch von Boba Fett. Die habe ich noch nicht gesehen. Und die letzte Staffel von den Klonkriegen, also Clone Wars, und auch die letzte, glaube ich, von Rebels habe ich auch nicht gesehen. Also die Sachen fehlen mir im Prinzip, die müsste ich mal nachholen. Und ich weiß, dass nämlich beim Buch von Boba Fett die Tasken näher beleuchtet werden und auch warum die Masken tragen und so weiter und so fort. Das weiß ich alles nicht, die Hintergründe und so weiter, aber ich weiß, da gibt es irgendwie auch mittlerweile ein wenig Erklärung. Aber alles außer Rebels schon geguckt. Oh, sehr gut, sehr gut. Noch mehr unfreiwillige Hilfe für Leute wie euch. Ja, mit dir will ich gar nicht reden. Wie gesagt, mir fehlen im Prinzip die Enden. Wobei, bei Clone Wars habe ich die Hälfte der letzten Staffel gesehen. Also die wichtigen Folgen habe ich dann doch mal irgendwie schon mal gesehen gehabt. Die Teile habe ich nicht gesehen, weil die waren damals Corona-bedingt noch nicht in Deutsch. Ja, also es war ganz komisch bei der Veröffentlichung. Die haben sie so gemischt. Teile Deutsch, Teile Englisch, weil da war Lockdown und konnten sie nicht synchronisieren. Deswegen so ein Teil habe ich mal gesehen. Aber nicht alles halt. So, okay, geben Sie Gas. Sag mal, ist das nicht ein bisschen klein? Wie sollen denn da jetzt drei Figuren so... Also, Minifiguren-Maßstab ist das nicht, oder? Nur mal so gefragt. Und ist das Flat Silver? Weil, das wäre ja teuer. Sehr teuer sogar. So, nach Tatooine, ne? Ich muss immer noch mal zurück. Ich überlege gerade, wie viele Planeten kommen denn hier noch? Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich muss übrigens wirklich sagen, von der Atmosphäre her, Episode 1 im Spiel ist noch am primitivsten, ist vielleicht das beste Wort. Also am wenigsten mit Erkunden und so weiter hier. Ab 2 wird's spielartig. Müsst ihr irgendwo hin? Dann seid ihr hier richtig. Mhm. So, Rabbids ist sehr gut gemacht, wobei ich sagen muss,
Bei Rabbids fand ich den Animationsstil nicht so gut. Der war so ein bisschen primitiver gehalten im Vergleich zur Clone Wars Serie. Mir hat Clone Wars besser gefallen vom Stil her. Von den Erzählungen und alles ist Rabbids sehr gut. Wobei ich auch sagen muss, bei Clone Wars zwei Dinge haben mich da gestört. Bei Clone Wars hat mich gestört, dass am Anfang die Sache ziemlich seicht war und manche Storys auch vollkommener Blödsinn. Die Serie wurde zum Ende hin besser, wesentlich besser. Aber was blöd bei Clone Wars ist, dass sie nicht chronologisch erzählt wird. Also wenn man die sich ansehen wollen würde, guckt euch an, wie sie geguckt werden müsste, damit sie auch wirklich Sinn ergibt. Ja, also kurzum, müsst ihr da mal im Internet suchen, die richtige Reihenfolge, um sie chronologisch sich ansehen zu können. So, wir sind wieder da. Auch Anakin weiß nicht, was der da quatscht. Nicht nur Qui-Gon war nicht gebildet, auch Anakin ist es. Nur mal so aus Interesse. Wisst ihr zufällig, kommen jetzt neue Cybersteine hinzu oder bleiben die gleichen, die wir im Prinzip hier schon mal gefunden haben? Also im Sinne von, wenn wir die abgrasen, dann sind die ewig weg oder kommen beim Neubesuch neu hinzu? Wobei, war hier nicht irgendwo gleich am Anfang einer? Warte mal, wartet. Ja, war doch. Der ist weg. Hier war einer. Okay. Was soll's. Ja, das ist auch so richtig schön, dass in den Wänden dann die Schnitte bleiben. Das ist irgendwie, ja. Wobei die Sendung Rabbids wollen sie ja im Prinzip weiterführen. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden ja die Figuren... Hände weg von meinen Waren! Es sei denn, ihr wollt dafür bezahlen. Die Figuren kommen ja jetzt sozusagen in die Live-Serien, ne? Also Ahsoka ist ja drin in dem Mandalorianer. Und, Der eine Kopfgeldjäger, der auch ein Schiss ist, der ist mittlerweile... der ist kein Schiss, Entschuldigung. Der hat zwar auch blaue Haut, aber der ist kein Schiss. Den haben sie ja auch mittlerweile eingeführt. Bane? Hieß der so? Kann sein. Und kurzum, eigentlich führen sie die Story ja mittlerweile fort in den Realverfilmungen. Sie bauen ja auch neue Serien. Wo kann man eigentlich speichern? Ich wollte gestern... Ich wollte gestern und dann sagte mir, der Charakter bleiben erhalten. Ich frei gespielt, aber eventuell der Fortschritt nicht. Ach so, gute Frage. Also man kann, glaube ich, nicht speichern. Das Spiel speichert automatisch, soweit wie ich weiß. Ich habe kein Speichern so gefunden. Ja, er hat aber bei mir, als ich, ich habe es gestern das erste Mal praktisch längere Zeit gespielt und dann habe ich ja heute wieder angefangen, er hat praktisch mit einem Intro nochmal begonnen, mit einer kurzen Zusammenfassung, was bisher geschah, aber eigentlich an der Stelle wieder, wo ich aufgehört habe. Speichert automatisch, genau, okay. Man muss eigentlich alles gesehen haben an Zeichentrickserien, damit man weiß, was los ist. Ja, das ist einerseits sehr schön, andererseits natürlich auch ein bisschen doof. Man braucht nämlich sehr viel Zeit, ne? Also, ich habe es letztens gemacht mit den ganzen Marvel-Sendungen. Mir fehlt im Prinzip da nur eine, weil die war noch nicht raus. Das war die Hawkeye-Serie. Also praktisch alles, was ab Hawkeye da veröffentlicht worden ist. Hawkeye plus Eternals habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Das fehlt, sozusagen. Aber ich habe praktisch alles mal in einem Rutsch nachgeholt, was offiziell dazu dieser Marvel-Lizenz gehört. Und ich war irgendwie 2 Monate damit beschäftigt und habe mich wirklich rangehalten, das Ganze so jeden Abend mal zu gucken, so 1,5 Stunden lang. Und ich dachte auch, okay, das ist zwar ganz nett und niedlich, aber irgendwann ist es auch gefühlt zu viel. Ja, also wenn du wirklich alles gucken musst, damit du überhaupt alles verstehst und auch über die Jahre hinweg... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Planung ist, ja. Also, bei Star Wars muss ich sagen, weniger wäre, glaube ich, mehr.
und besser durchdacht. Nicht so wie Episode 7, 8 und 9, die ja keinen Plan hatten. Das haben sie ja mittlerweile auch bestätigt. Cool. Fußstapfen im Sand.